Justin Haßmann hat die Pfeife im Mund. Und Abfahrt. 14.05 Uhr. Anstoß, die U21. Der Ball erstmal zurück zu Dennis Simon. Und da schauen wir mal, wie sich das hier gleich einsortiert. Die U21 wieder mit der Dreierkette, der ja mittlerweile bei den kleinen Bayern spielt, sich da aber schwer verletzt hat. So, jetzt mal der Ball. Und da ist das Tor! Ja, da schau an. Schöner Ball von Babis Drakas rein in die Mitte. Und da ist Lukas Laupheimer da. Vierte Spielminute. So kann es noch losgehen. Hinten noch ein bisschen unsicher und vorne dann direkt zugeschlagen. Da sehen wir nochmal den Ball. Kleinen Bayern spielt. Mathis Hoppe schickt Babis Drakas. Der gibt den Ball zurück. Und da ist das Tor! Und dann hat er keine große Mühe mehr. Lukas Laupheimer zum 1:0 einzunetzen. Kommen zwar auch immer wieder schnell nach vorne, aber so wirklich gefährlich ist es nicht mehr geworden. Also die U21 hat es jetzt auch besser im Griff. Schöner Chipball, keine Raul Paula. Paula, oh, schade. Schöner Ball von Lukas Laupheimer, Jonas Weick. Schauen wir mal. Querpass und Tor. Jo, da ist er doch. Da sagen wir es. Jonas Weick mit der Vorlage, Dejan Gallien. Man muss nur ein bisschen was sagen. Hat super funktioniert. Schöner Ball von Lukas Laupheimer in die Schnittstelle. Jonas Weick ist links durch und Dejan Gallien grätscht ihn über die Linie. 28. Minute. Ja, entweder direkt selber schießen oder Babis Drakas mitnehmen. Schauen wir hier mal auf den Konter. Hasan Murat gegen Leon Reichert. Ja. Der hat ja ein bisschen Platz, Jonas Pepic. Ja. Hasan Pepic natürlich. Jo, da haben sie ihm zu viel Platz gelassen in der 36. Minute und da sind die Gäste wieder zurück. Das waren auch gute 20 Meter, die er da Platz hatte vor dem Tor. Drückt keiner raus. Trinkunterbrechung. Nur 21 Minuten, jetzt gerade so ein bisschen eine Auszeit. Und jetzt Heringer auf rechts und Kolja Hermann. Und Heringer und Tor. Jo. Das ging dann auch zu einfach. Hat Yannick Heringer sich das Ding selber vorbereitet mit dem Ball rechts raus auf Kolja Hermann und dann steht es in Minute 40 auf einmal 2:2. Mathis Hoppe hat Platz, legt ihn sich auf links, chippt ihn rein, Kreuz und Latte. Und Dejan Gallien. Und das ist Eckball. Jetzt hat Jonas Weick. Hier gewonnenes Kopfballduell von Dominik Notnagel. So, 3 Minuten noch auf der Uhr. So, der ist ein guter Ball von Samu Di Benedetto. Raul Paula. Und jo! Und Tor! 93. Minute! Ein schöner Angriff und da ist er, Raul Paula mit dem zweiten Saisontor. Und da kommen auch alle von der Bank zugelaufen, selbst der verletzte Leon Reichert. Sehr schön. Da fasst er sich ein Herz aus 18 Metern und drin das Ding. Sehr schön, 93. Minute. Oh, Jonas Weick, Musa Sissé nur noch hoch. Babis Drakas, sehr gut. Und das war's. Jo, die U21 gewinnt ihr Heimspiel. Am Ende dann vielleicht ein bisschen glücklich mit 3:2.